Na, guten Morgen hier aus Linz wieder. Mein kleines Update von meiner Heimatstadt. Ich habe jetzt euch ein bisschen was gezeigt aus meiner Jugend und ich werde jetzt ein bisschen noch über den Grund, warum wir jetzt der NATO beitreten müssen, sprechen, weil hier gibt es schon noch viele ideologische Verwirrungen, kommt mir vor. Und meine langen Jahre im Ausland und meine vorherige Tätigkeit, da würde ich schon sagen, dass jetzt, wenn man die Situation heute sieht, ja, und darauf nicht reagiert, ja, dann ist das ein großes strategisches Versagen der österreichischen Politik und speziell der Volkspartei, der Liberalen. Ich meine, bei den Sozialisten kann man immer sagen, das sind halt russische Agenten. Und bei den Nationalisten auch, bei der FPÖ. Aber bei den Parteien Mitte rechts oder der Mitte, da kann ich mir nicht wirklich erklären, was man da hier versäumt. Ja. Man kann natürlich Angst haben vor der FPÖ oder Angst vor der eigenen Courage, aber in Wirklichkeit ist es ein großes historisches Versagen. Und das kann ernsthaft nicht einfach so. Es kann nicht sein, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten und wir einfach so tun, als wäre nichts passiert. Oder als dieser Ukraine-Krieg jetzt so eskaliert, der ist schon seit 2014 schrecklich ist und jetzt 2020 so gewaltig, und das habe ich auch nicht vorausgesehen. Ich meine, es war zwar klar, dass was passieren wird, aber dass es so gewaltig brutal wird und dass Putin so übertreibt, na gut, das würde niemandem vorwerfen. Ja, ich meine, man muss kein Wahrsager sein in der Politik. Aber wann dann solche Sachen passieren, wie sie eben jetzt passiert sind, und dann die Konsequenz der nördlichen Länder Europas, unserer Verbündeten in der EU, daneben ist, der NATO beizutreten. Und man so sieht, wie schlagkräftiger die NATO in der Form zumindest finanziell und industriell ist. Leider hat sie ja nicht wirklich eingegriffen, aber wenn man das so sieht, dann sie zu verweigern quasi der Realität und einfach nicht teilzunehmen und sie quasi auszuschließen. Ja. Ich meine, das ist schon, sie selbst ins Auszustellen in der europäischen sicherheitspolitischen Debatte 2022 und einfach zu sagen, sie wird nicht geführt. Und dann sie wundern, wenn die Leute wundern, dass die Leute jetzt, ich meine, die Umfragewerte sind katastrophal. Und das ist auch kein Wunder, weil ich glaube schon, dass die Menschen grundsätzlich Antworten auf die brennenden Fragen der Zeit wollen. Die wollen nicht nur irgendwen dort sitzen haben oder irgendwie, dass immer alles so ist, wie ist. Ich meine, das wollen die vielleicht schon. Aber wenn Probleme da sind, wollen wir von denen, die dafür bezahlt sind, dass sie uns regieren und die Zukunft gestalten und die Herausforderungen lösen, auch irgendwelche konkreten Antworten. Also nur das quasi immer so zu machen wie in der Vergangenheit und einen Status quo, der nicht aufrechtzuerhalten ist, aufrechtzuerhalten, während alle anderen schauen ja fern und sie lesen ja die Nachrichten. Ist ja nicht so. Das ist der Südbahnhofmarkt. Das war mal die Endstation der Linzer und oberösterreichischen Infrastruktur mit Tschechien. Hier die Pferdeeisenbahn, hier ist die Raiffeisenbank, die größte Finanzinstitution in Oberösterreich. Ja, Oberösterreich boomt. Aber wie gesagt, die Debatte nicht zu führen, nur aus Angst, weil man nicht einmal ergebnisoffen, einfach so zu tun, als muss man nicht diskutieren, weil es war früher schon so. Ich meine, diese Veränderungsunwilligkeit, möchte ich erinnern, hat schon die Monarchie zerstört und Österreich in diese ganzen Krisen geführt. Diese seltsame Verhältnis mit Russland und diese Veränderungsunwilligkeit, diese schreckliche. Weil andererseits, ich meine, das war schon 1900, andererseits diese Russland der Feind, andererseits auch diese enge Kooperation, Oberst Redl lässt grüßen. Und dann ist man quasi in diesem Chaos ohne Strategie. Und dann passieren genau solche Sachen wie ja jetzt, dass man reinschlittert, unvorbereitet,
in diese Krise, obwohl es seit 2014, man kann mich erinnern, damals, wo der Krieg begonnen hat mit der Krim-Übernahme, ich meine, da hat es mich fast aus dem Computersessel gerissen. Ich bin mit offenem Mund nicht glauben können, dass der Putin das macht. Weil dass das alles zusammenhaut, ich meine, no shit Sherlock, ja? Da braucht jetzt wirklich nicht der große Außenpolitiker sein, dass das der Moment war, der Europa fundamental und auf Dauer und die Welt damit fundamental und auf Dauer verändert hat. Und dass das halt jetzt eine Bedeutung hat für uns und wir uns irgendwie nicht vorbereitet haben, nicht die Menschen vorbereitet haben auf den NATO-Beitritt und fast mehr Einheit, sondern immer diese russisch-französische Narrative über Ausgleich und Versöhnung und nicht reizenden Russen. Das haben wir alles wiederholt die ganze Zeit. Das haben wir alles dann die ganze Zeit. Das war übrigens der Bahnhof damals, der Pferdeeisenbahn. Heute ist die Infrastruktur mit Tschechien schlechter als im 19. Jahrhundert übrigens. Das ist auch eine Glanzleistung der Politik. Aber das Wichtige ist eben die Sicherheitspolitik, weil dann kann sich alles andere entwickeln. Und es wird die Debatte auch kommen, ob Österreich noch EU-Mitglied bleiben kann mit dieser Neutralität. Das wird kommen. Und nicht nur, weil ich sie führe, sondern was werden die neuen Länder dann Schweden, Finnland sagen in der NATO und in der EU? Wird dann so viel Rücksicht genommen werden auf die verteidigungspolitischen Präferenzen der Zyprioten, Malteser, Iren und Österreicher? Wie viel Bereitschaft ist dann in der EU, alle diese Sonderstatus und dieses komplizierte EU-NATO-Verhältnis aufrechtzuerhalten, wenn eigentlich eh schon alle dabei sind, bis auf eben die 9 Millionen Österreicher, die 5 Millionen Iren und die 1,5 Millionen auf den beiden mediterranen Inseln. Ich meine, das sind 15,5 Millionen Leute von 450 Millionen. Und ich erinnere immer, dass nur mal sehr viele Leute in die EU und NATO kommen wollen. In der NATO sind wir überhaupt mit den Engländern natürlich verbündet. Das sind einmal, insgesamt sind wir in der NATO roughly 650 Millionen Leute und in der EU eben 450 Millionen Leute. Und dann kann es ja nicht sein, dass die 15,5 Neutralen, ich meine, du kannst halt nur die Serben dazu rechnen und die Moldawier, aber dann hast du das schon mit der Neutralität in Europa. Den Moldawien, die Debatte führe ich ja hier sowieso auch. Und dann stellt sich schon ein bisschen die Frage, dann ist nur mehr Serbien, das ist ja, ich meine, da war jetzt wieder ein super Tweet vom Admirimi, der alle diese Sünden von Vucic der letzten 15 Jahre zusammengestellt hat. Und wollen wir wirklich quasi die Ausrede für Serbien hergeben, quasi den Deckmantel für die Serben spielen, dass sie weiter hier, das ist übrigens die Schule, in die ich gegangen bin. Hier, Gefmüller-Schule, da bin ich in die Mittel-, in die Disterweg-Schule und in das Gymnasium gegangen hier. Da vorne ist dann auch der Turm, diese Gebäude haben eine große Rolle gespielt im Bürgerkrieg von Österreich, damals 1934 im Februar. Ich habe damals also eine Arbeit geschrieben für meine Matura über den Bürgerkrieg. War sehr spannend, ja. Ja, schreckliche Phasen. Auch Österreich war durchaus und ist nach wie vor ein schwieriges, geteiltes Land. Wir hatten eben sehr viel russischen Einfluss. Die Sozialdemokratie hat sich erst sehr spät europäisiert. Aber sie hat zumindest dann auch den Schritt in die EU vollzogen und dafür auch historische Verdienste erzielt. Aber den NATO-Beitritt, den wollen die jetzt eben nicht. Aber man muss das schon thematisieren. Also sie wird jetzt eine Kanzlerin werden, die Randy Wagnerin. Scheint so irgendwie zu sein. Das wird auch so werden. Ich glaube, dass sowohl die Liberalen als auch die Grünen jederzeit abspringen würden, wenn die Mehrheitsverhältnisse sich so ändern in den Umfragen. Dann kann man ausgehen. Und dann hat man eben
Ich versuche ja eh die ganze Zeit einen Kontakt zur SPÖ aufzunehmen und ihnen zu erklären, wenn sie eben den Franitzky macht, die Westintegration erlaubt, dann werden auch viele Bürgerliche viel weniger plötzlich was gegen die SPÖ haben. Weil leider hat sie die ÖVP scheinbar eh aufgerieben in ihren internen Korruptionsskandalen der letzten Jahre. Und vielleicht ist es wirklich Zeit für einen Neuanfang. Aber das Neuanfang Österreichs geht eben nur in der NATO. Das ist ja nicht so was Gefährliches. Ich wiederhole, es sind alle dabei. Alle unsere EU-Partner, bis auf drei kleine Inseln mit ganz spezifischen Problemen und Geschichte. Malta ist jetzt wirklich ein klassisches Vorbild für Österreich, dass die halt auch eine sozialistische Phase gehabt haben und diesen antikolonialen Reflex gegen Britannien. Man, das ist halt deren Geschichte. Und dass Zypern würde eh sofort in die NATO beitreten, wenn die Türken das erlauben würden. Die wollten eh die ganze Zeit in die NATO. Also dort wird man nicht sehr viele neutrale Verbündete finden. Und die, wenn der Erdogan Ja sagt, sind die drinnen. Deswegen habe ich ja den Artikel geschrieben, dass der Erdogan jetzt eben den Zypriotischen den Beitritt von Kosovo und von Bosnien verlangen sollte. Von Abtausch der NATO, alle Finnland, Schweden. Und dann haben wir gleich noch drei neue NATO-Mitglieder, Kosovo, Bosnien und Zypern. Dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Und dann, ja, okay, dann können wir mit Malta und Irland eine Gruppe bilden und schauen. Aber ich möchte auch die Iren da keine, im Falle von Irland, keine große Hoffnung machen, weil dass irgendwer diskutieren würde, den NATO-Austritt Nordirlands und erlauben würde, dass die Vereinigung Irlands so stattfindet außerhalb der NATO. Das kann sich wohl keiner vorstellen in Amerika. Und das müssen wir absolut bekämpfen. Wenn es da zu Statusveränderungen kommen sollte bei Nordirland, was ich übrigens nicht glaube, aber der erste Schritt, der nicht in Ordnung ist, ist einmal die irische Neutralität. Und ich erinnere, dass die ja sowieso zur NATO beitreten wollten, von Anfang an. Und dann war halt die Frage des Status von Nordirland und der Truppen von, ich meine, das war halt eine komplizierte Frage für alle Beteiligten, weil auch dort die Idee der Einheit Irlands eine große Rolle spielt. Aber das ist bei uns übrigens alles nicht der Fall. Also wir sind kein geteiltes Land oder haben irgendwelche sonstigen Themen. Bei uns geht es wirklich nur um Anti-Amerikanismus, um Hass auf Amerika und um Verantwortungslosigkeit. Dieses, was man da Trittbrettfahrertum nennt, dass man eben die anderen sollen uns verteidigen, die quasi die armen Osteuropäer, die im Kommunismus gelitten haben, sollen uns nachher jetzt quasi, die sind dann das Kanonenfutter gegen die Russen, damit wir sicher sein können. So kann man das auch formulieren. Und ich glaube, so ist es danach zu verstehen. Ja, also, wenn ich da so nachdenke, weiß ich noch nicht genau, wo der Grund sein könnte, warum wir weiter neutral bleiben würden. Und die Malteser können dann so ein Angebot bekommen wie die Isländer. Die haben ja de facto keine Armee, sind trotzdem in der NATO und geben halt ihren Stützpunkt. Den bringen die ein, das ist ja nützlich. Der hat in der Geschichte ja schon wirklich eine große Rolle gespielt. Also der fixe Flugzeugträger im Mittelmeer, im Zweiten Weltkrieg, den Türkenkriegen etc. Ich meine, das alleine reicht ja schon. Wir brauchen ja ein paar Schiffe, vielleicht können sie es ja auch leisten. That's it. Und deswegen, früher war ja das NATO-Kommando auf Malta fürs Mittelmeer, aber erst mit den 60ern ist es dann nach Italien gegangen, nach Neapel. Also das kann man ja wieder umdrehen, wenn man möchte, oder andere Rolle für Malta finden. Da gibt es sicher Möglichkeiten. Ja, was ich natürlich machen werde, ich werde versuchen, alle diese Communities aus Südosteuropa, die schon in der NATO sind, also nicht die Serben, aber die Albaner, Bosnier, also die Bosnier noch nicht, aber speziell die Albaner natürlich, aber auch die Kroaten, die in Österreich leben, versuche ich dann, und alle anderen NATO-Mitglieder, also Bürger von NATO-Staaten, die in Österreich entweder schon die Staatsbürgerschaft haben oder hier leben, und das sind ja Millionen, das sind wirklich schon sehr viele,
dass ich die begeistere, weil die ja das normal finden und diese bizarre österreichische Identitäts- und Neutralitätsdebatte sowieso total lächerlich finden und unnötig. Und natürlich dann schon eingebunden. Ja, also das stelle ich mir so vor, dass man die ein bisschen findet, sammelt und organisiert. Ja, da wird jetzt viel gebaut. Jetzt muss ich mal schauen, wo die Kirche genau ist, weil ich kenne mich ja gar nicht mehr so aus in Linz und ich muss das alles einmal wieder finden, aber das werde ich auch finden. Ja, das ist einmal meine Debatte hier heute in der Früh, meine Überlegungen und mein Aufruf gleichzeitig auch, diesen Schritt jetzt endlich zu gehen, alle vier Parteien gemeinsam. Parlamentsbeschluss, das ist dann noch vor den Bundespräsidentenwahlen getan und da braucht man keine, in Wirklichkeit, wenn keiner deportieren will, braucht man keine große Debatte. Man muss nur die Einigkeit der vier Parlamentsparteien herstellen, den Beschluss fassen, das Neutralitätsgesetz aufgeben und den Beitrittsbeschluss. Und dann kann man verhandeln, dass man de facto irgendwo an isländischen Status bekommt, wenn man halt sich selbst als Island betrachtet, dass man halt irgendwie so viel ausgibt wie Luxemburg oder Island nur, weil man irgendwie halt kein vollwertiges Land sind. Wenn man das so möchte, kann man ja das versuchen zu verhandeln, aber wichtig ist eben einmal den Beitrittsbeschluss zu machen und ob man sich dann wirklich auch wieder bewaffnet und integriert wirklich. Auch militärisch kann man ja dann nachher sehen, aber diese Form von ausgeholter Naturalität und dann den Anspruch entwickeln, innerhalb der EU quasi da zu bestehen auf eine eigene Verteidigungsidentität, die dann außerhalb der NATO stattfinden soll, nur weil es Österreich will, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Und das geht einfach gar nicht. Und ich glaube, das wieder jeder einsehen, wenn er nachdenkt drüber. Ja. Ja, mal schauen. Alles wird gut. Ich melde mich wieder. Von Pax Europiana. Alles Gute. Ciao.